Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Wolfenstein 3D, Episode 6, Floor 5. So. Wir brauchen Schlüssel, kein Schlüssel. Okay. Dann wissen wir ja schon, wo wir hingehen. Gehen wir einfach mal hier. Wartet mal. Ja, direkt am Anfang ist natürlich ein Geheimgang, ne? Ha! Ja! Und hier kriege ich wahrscheinlich die dicke Wumme. Natürlich kriege ich die dicke Wumme. Nehmen wir natürlich nicht mit. Aber das war klar. Ich meine, das ist jetzt hier der fünfte Floor, dass man hier am Anfang direkt erstmal die fette Wumme kriegen. Die muss man kriegen. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt sterben, ist es nicht so schlimm, weil wir direkt am Anfang gutes Zeug kriegen. Aber nichtsdestotrotz will ich natürlich nicht sterben. Aber es wird höchstwahrscheinlich passieren. Ich möge bezweifeln, dass es das war. Aber nee, das war's. So, hier muss ja ein Schlüssel liegen, genau. So, und höchstwahrscheinlich ist hier ein Geheimgang. Höchstwahrscheinlich. Oh Gott. Ey, wenn ich mich jetzt hätte erschießen lassen, hätten wir wenigstens wieder volle HP gehabt. Okay, das ist echt übel gewesen. Hier vielleicht noch ein Geheimgang? So, wo passt der Schlüssel jetzt? Wir speichern trotzdem. Wir ziehen das Ding jetzt hier durch. Nein, wir müssen echt ab durch die Mitte. Okay, da wurde schon mal einer erschossen. Links oder rechts? Wo steht der Bösewicht? Nein. Nein. Alles klar. Links. Rechts, links. Wow! Ficker! Huscherer! Ich hätte gedacht, dass sie hinter mir jetzt kommen, deswegen. Okay, das machen wir jetzt einfach hier nochmal, oder? Jetzt gucke ich mal, wenn ich hier direkt am Anfang... Das ist doch geil, wenn ich jetzt hier schon 99 Schuss krieg. Naja, nicht ganz. Aber das ist, denke ich, immer noch besser, als wenn wir hier mit 33 HP rumrennen. Ach doch, wir kriegen ja auch hier noch. Geil, ganz ehrlich. Das ist schon viel geiler. Ich glaube, das war's, oder? Ja. So. So scheiß die Kuh. So muss das gehen. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir 100 HP und 57 Ammo. Aber... Dennoch sind die Typen natürlich immer noch gefährlich. 69 Schuss. So, wir brauchen eigentlich nur den Schlüssel. Passt der denn vielleicht auch hier? Nein. Hätte ja in irgendeiner Form noch sein können. So. Dann wollen wir doch mal. So, let's go. Jetzt kommen sie doch hier alle um die Ecke. Oh, alles klaro. Kann natürlich immer noch sein, dass wir gleich von hinten kommen. Ist wahrscheinlich auch nicht so unwahrscheinlich. Ist wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich. Oh, ich muss mich so konzentrieren. Gerade wenn so ein weißer Typ kommt. Drei HP. Da muss ich durch. Jetzt muss ich natürlich hier ganz schnell das nochmal abrennen. Okay, ich glaube, es ist safe, oder? Es ist eindeutig safe. So. Okay, geil. Wir haben es. Wir haben es geschafft. Oh. Boah, geil. War nicht ganz so schwer, wie ich es mir vorgestellt hätte. Nachdem ich mit 3 HP überlebt habe, kann man mal wieder die Schnauze voll nehmen, ne? Kann man wieder einen raushauen lassen hier. War gar nicht so schwer. Danke. Ich wusste es. Einer wird natürlich hier patrouillieren und wird hier einfach seine Runden weitergehen. Ich gucke noch einmal ganz kurz, vielleicht habe ich hier irgendwas liegen lassen, aber vielleicht ist auch ein Geheimgang im Geheimgang. Aber nein. Leider nicht. Okay. Was verbirgt sich hinter der zweiten Tür? Die Heiligtümer der Nazis, mal wieder.
Ja, da links. Nur ein Dopp. Okay. Ah, ich habe auch nicht so viel Munition, ne? Okay, hier könnten sie wieder abkürzen. Abkürzen, das hört sich an, als wäre es ein Rennspiel. Aber man könnte mit der Engine eigentlich auch gut ein Rennspiel machen. So auf alte Zeiten basiert. Okay, es ist... Jetzt eröffnet sich das Labyrinth erst. Ich glaube, wir haben tatsächlich alle erwischt. So. Vorsicht, nein. Vorsicht, nein. Hitler auch, nein. Da gehe ich lieber in Vorsicht. Oh, das war klar. Das war natürlich irgendwie logisch, ne, dass die das Gegenüber hören werden. Aber ich habe gehofft, dass ich es auch hören werde. Aber leider wurde der Sound von meiner extrem wuchtigen Wumme überdeckt. Der Sound des Türöffnens. Ward mir nicht gegeben. So, wie machen wir das denn jetzt? Wir gucken einfach doch mal mittig rein. Hm. Nicht schlecht. Gehen wir einfach mal hier lang. Muss ja auch mal draus lernen, ne, aus Fehlern. Wenn man irgendwo stirbt, einfach mal sagen, nein, so nicht. Hat man ja auch aus Dark Souls irgendwie gelehrt bekommen, ne, dass man vielleicht nochmal rekapituliert, was ist da schiefgelaufen. Ich habe das Gefühl, das wird ganz, ganz böse enden, was hier passiert. Hm. Also ihr wisst natürlich auch, was passiert, ne? Oh. Da hinten muss ich wahrscheinlich hin und wenn ich jetzt durchrenne, werden hier überall Gegner kommen. Ist das jetzt ein Gang oder nicht? Hm. Okay. Ja, ich muss das jetzt hier so ein bisschen abklappern, anders wird das nichts. Ist nix, oder? Von wegen. Ah, ich verbrate viel zu viel Munition, ich weiß. Mit der Taktik wird es nix. Obwohl, man kriegt relativ viel, weil hier so viel rumliegt. Oh Gott, ey, ich würde am liebsten durchrennen. Ich hoffe, dass der jetzt von links noch nicht kommt. Mein Leben. Bum, bum, bum. Mein Roman. Sollte ich wirklich einmal durchrennen? Es wird mein Ende werden. Man kann's ja mal probieren. Man darf doch mal probieren. Aber es war klar, dass es nicht wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist... Ja. Vom Level-Design ist das, finde ich... Naja. Einfach auch so viel, ne? Also hätten sie das irgendwie so ein bisschen... Bisschen weniger eingesetzt. Jetzt hier so 3-4, na gut, aber dann kann ich wahrscheinlich schon durchrennen. Es ist wahrscheinlich extra so gemacht, dass ich es nicht durchrennen kann. Mein Leben. Nein. Ja gut, es ist, ich muss bei meiner alten Taktik bleiben, ich werde zu ungeduldig. Mein Leben. So, dann sind hier die anderen beiden Dödels. Kuckuck. Mein Leben. Oh. Okay, wieder zu ungeduldig. Ich weiß, ich bin aber zu ungeduldig. Stell ich das einfach hier geradewegs runterspiele. So ist es aber meistens auch, ne? Deswegen, ich war auch damals in meiner Jugend in einem Counter-Strike-Clan. Muss aber auch sagen, dass ich manchmal so mega unüberlegte Sachen dann mache. Und man einfach sagt, spiel das Ding doch gerade. Damit hätte ich nicht gerechnet. Einfach gerade runter. Und ich habe es einfach nicht gemacht, ne? Ich mache da manchmal so gute Aktionen, töte 2, 3, aber insgesamt hätte man es einfach ruhiger angehen müssen. Alter, alle mal bitte lächeln.
Ja, und dann hätte man das Ding auch gewonnen, aber nein. Lieber so zwei, drei cool platt gemacht und dann irgendwie total durch die eigene Granate noch gestorben oder so ein Scheiß. Ja, ja. So, das war ziemlich glücklich und ein schöner Zufall, dass das funktioniert hat. Jetzt wird hier durchgeratzt. Ja. 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 So, ist ja auch noch einer drin? Natürlich. Natürlich. So, ein extrem langer Fahrstuhl. Dann gehen wir auch nochmal zurück und holen uns nochmal die restliche Munition. Und danach könnt ihr alle schon mal die Biergläser rausholen oder besser gesagt ein kleines Schnapsglas und das auffüllen, denn... Hä? Habe ich hier wirklich alles mitgenommen? Das kann doch gar nicht sein. Ja, dann sind wir in einem schönen Part. Nämlich in Episode 6. Floor 6. Das ist eine schöne Schnapszahl. Hier habe ich da bestimmt irgendwas liegen lassen. Nein. Da müssen wir einfach einen drauf trinken. Ich leider nicht, denn es ist hier gerade 14.23 Uhr oder so. Keine Ahnung, wie spät es ist. Deswegen würde ich mal drauf verzichten. Aber ich habe hier mein kleines Kaltgetränk und sage Prost Mahlzeit auf Episode 6. Floor 6. Wir trinken schon mal voraus. Was schaffen werde ich es wahrscheinlich eh nicht. So, abspeichern. Gleich am Anfang ist natürlich ein Geheimgang. Ach komm ey, ich hab die dicke Wumme. Ich muss gewinnen. Uah. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Du dreckiger Kackköter. Oh, wenig Gegner, aber gut platziert, muss ich sagen. Muss ich echt sagen. Hier wird es wahrscheinlich am Anfang auch direkt erstmal irgendwo einen Geheimgang geben. Oder? Waren ja jetzt eigentlich nur Blaumänner, von daher kann es durchaus sein, dass man von denen das die MP, MG aufhebt. Mein Leben. So. Diesmal nicht! Echt wieder geschafft. Er hat es wieder geschafft, dieser dreckige Köter. Die Köter sind scheiße. Alter, was mache ich denn hier? Ah! Ist da noch einer? Alter, ist das ein räudiger Mist. Mein Leben. Ich bin fast tot. Und dabei ist der Level wahrscheinlich gar nicht so schwer, aber dadurch, dass die hier überall sein können... Aha. Wer mich nicht sieht, der hat es auch nicht verdient, mich abzuschießen. Das ist wahrscheinlich alles untereinander gekoppelt, diese ganzen Gänge. Ja, ja, hab ich schon gesehen. Ah, eine Pflanze. Tod der Pflanze. Hier ist leider irgendwo noch so ein blauer Mann. Vor dem habe ich Angst. Ich speichere ab. Irgendwo läuft der doch hier noch rum. Irgendwo läuft der noch rum. Alter. Ich habe abgespeichert. Er steht jetzt rechts hinter der Ecke. Ich weiß es. Und er wird dran glauben müssen. Komm. Ja. Mein Leben. Sogar noch einer. Double Pack. Sehr geil. So, jetzt haben wir aber alle. Jetzt haben wir wirklich alle. So. Oh, hier öffnen sich schon wieder so viele Türen. Da war auch schon wieder eine Tür hinten offen. Ah, das ist doch eine geile KI einfach, oder? Ich meine mal ganz ehrlich. Die hören einfach nur, wo ich bin, durch mein Rumgeballere und durch das Türen geöffnet. Und das kannst du doch heute in keinem Spiel erwarten, dass die da mal mitdenken und einfach dir schon mal entgegenkommen. Heutzutage rennen sie irgendwo hinter eine Kiste, stellen sich immer in dieselbe Position. Und hier denken die einfach mit, was das für eine geile KI ist. Sau gut gemacht. Der Level gefällt mir jetzt schon, auch wenn ich ihn wahrscheinlich gegen Ende dann verfluchen werde.
wenn ich hier keinen Ausgang finde? Hä? Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Können wir uns das merken, dass wir hier einen Schlüssel brauchen? So, irgendwo geht schon wieder eine Tür auf. Und das ist ja auch irgendwie in der Nähe gewesen. Nur wo? Alles klar. Alles klar. Wo würde ich als gewiefter Nazi, wenn ich einer wäre, was ich nicht bin, den Schlüssel verstecken? Da. Hinter dieser Tür würde ich ihn verstecken, eindeutig. Verstecken hinter dem... hinter der Tür mit den größten Bildern drauf. Okay, warte mal, hier waren wir schon. Alter, was ist denn das? Waren wir hier jetzt schon? Also die Türen sehen alle wichtig aus, ne? Ah, hier, die sieht besonders wichtig aus. Okay. Zwei Schuss reicht, um mit dem Messer ihm den Rest zu geben. Für die Freiheit. Danke, Spiel, dass du automatisch schon wieder zwei Schuss rausbrätst. So, wir haben den passenden Schlüssel für eine Tür, wobei wir noch nicht wissen, ob es die richtige Tür ist. Das allzeitige schöne Problem der Türen. Wo war denn das denn jetzt hier? Ich sollte mir so gewisse Eckpfeiler merken, habe ich das Gefühl. Irgendwie wollen die, dass ich mir was merke. Aber es fruchtet bei mir nicht. Ich renne dann lieber 13 Mal denselben Weg. Dabei ist es eigentlich ganz gut aufgebaut, ne? Man könnte ja dadurch hier so ein bisschen ableiten. Warte mal, da bin ich reingegangen. Da habe ich gesagt, da würde ich den Schlüssel verstecken. Ergo, es ist da. Ha! Nein! 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 Trottel! Ich habe so oft gesagt nein. So oft. So oft. So, jetzt haben wir den anderen Schlüssel. Ah, hier wird es. Ah, alles klar. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es so aufgebaut ist, dass wir genau auf die andere Seite müssen. Weil alles so symmetrisch aufgebaut ist. Also das ist rot, weiß. In der Mitte ist blau. Ich vermute jetzt einfach mal komplett durchrennen. Hier waren wir noch nicht, oder? Oh, Munition. Natürlich die Frage, sind die ganzen Trottel gegenüber hingelaufen oder warten die jetzt hier noch auf uns? Für die Freiheit. Alter, wieder durch die halbe Wand geballert. Und dann jetzt voll durch die Wand geballert. Yes! Da kommt Freude auf. Da muss ich durch. Da war noch einer, oder? Nee. Alles klar, auf der Seite stehen wahrscheinlich genauso viele Trottels wie auf der anderen Seite. Aber meine Annahme ist jetzt erstmal gar nicht so verkehrt, dass es genauso aufgebaut ist wie auf der anderen Seite, ne? So. Oh oh. Oh oh. Geil. Take it. So, jetzt muss ich leider hier nochmal alles abgucken. Ist es die Seite oder ist es die andere Seite? Wo bin ich denn jetzt hier? Ne, hier war ich doch noch nicht. Das ist doch genau die Tür, die ich suche, oder nicht? Hier war ich aber schon. Alles klar, das ist die Tür, wo ich schon war. Da bin ich jetzt einmal wieder rübergerannt. Irgendwo hier hinten sollte sie dann sein.
So die Annahme. Ah, nehmen wir nochmal die Tür. Die sieht wichtig aus. Aber wir kriegen direkt am Anfang hier erstmal Muni. Okay. Nein. Die hole ich mir mal schön her. Jeder Einzelne kriegt jetzt hier schön eine auf den Sack. Hui. Oh, von dem taktischen Warten bin ich dann doch eher auf die Methode übergegangen. Panisch rüberrennen und einfach nur reinholzen. Manchmal klappt's. Auch wenn ich sagen muss, dass es bei dem Let's Play eher selten geklappt hat, hat es jetzt tatsächlich in irgendeiner Form geklappt. So, wir gehen aber erstmal da rechts rum. Ich habe das Gefühl, da ist es nicht der eigentliche Weg und ich werde da viel schöne Sachen kriegen. Genau sowas hier. Okay, es ist der gleiche Weg. Ergo werden jetzt hier zigtausend Gegner stecken. So. Okay, ich gucke noch einmal hier durch. Vielleicht ist von der Seite auch noch ein bisschen was zu holen. Nein, ist es nicht. Also instant hier schön zum Ausgang. Und sagen tschüss, das war Floor 6. Ich bin mal gespannt, wie viel ich... Oh, 2%, 0 Secrets, aber ganz ehrlich, die Secrets sind aber auch, ne, nicht so optimal. Ich meine, wenn man da wenigstens mal irgendwie einen Fleck oder so an die Wand machen würde, ich muss da wirklich alles sonst abklickern. Okay, gleich am Anfang diese Scheiße. Direkt am Anfang die Scheiße. Da würde ich schon abkürzen. Deswegen brauche ich jetzt eine Pause und sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen das nächste Mal weiter mit Wolfenstein 3D Episode 6 und wir nähern uns mit ganz, ganz großen Schritten General Fettgesicht, dem Oberanführer. Die Konfrontation steht einfach kurz bevor und wir sind bereit, dem Krieg ein Ende zu setzen. Wolfenstein 3D, BJ Blazkowicz. Mein Name ist Van Förde Franz. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bis nächstes Mal wieder. Ciao. Greift die Taste bestimmt nicht.